Es ist leicht bewölkt, es regnet nicht mehr. Das heißt, es ist der perfekte Zeitpunkt, um Golfspielen zu fahren. Und fahren ist auch mein Stichwort, denn es gibt viele Wege, auf den Golfplatz zu kommen, meistens mit dem Auto. Und dafür braucht man Platz, auch für ein Golfbag. Und gerade die teuren und schönen Exoten machen es einem nicht ganz leicht, auf den Golfplatz zu kommen. Deswegen werden wir das für euch testen. Welche Autos eignen sich überhaupt, um Golf zu spielen? Das ist der Schlüssel. Das ist das Auto. Und das ist mein Golfbag. Der AMG GTS, ein zweisitziges Sportcoupé. Nennt man das so? Ich hoffe es. Keine Ahnung. Man sieht schon innen, sehr sportlich. Ja, man hätte eventuell Platz am Beifahrersitz für ein Golfbag, aber zweite Reihe gibt's keine. Das heißt, der Kofferraum muss her und der ist aber nicht sonderlich groß. Wie das so ist, schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ich bin mehr als überrascht. Der Golfbag sitzt, passt noch ein zweiter rein oder sogar ein zusammenklappbarer Trolley. Ich bin mehr als überrascht über die Größe des Kofferraums. Na dann, auf geht's. Ab zum Golfplatz.